Torf ist der wichtigste Rohstoff bei der Herstellung von Kultursubstraten für den modernen Produktionsgartenbau. Aber wie wird eigentlich aus Torf ein Kultursubstrat? Also los, fragen wir Klaas-Mann Dahlmann, die Leute, die richtig Ahnung haben. Bevor der Torf zum Substrat wird, muss er aufbereitet werden, oder? Rohstoffe sind das Rückgrat unserer Kultursubstrate. Manche Pflanzen benötigen grobe Strukturen mit viel Luft, andere wiederum wachsen am besten in feinen Strukturen. Und wie das funktioniert, schauen Sie sich mal bei uns im Labor an. Also, auf ins Labor! Ich hätte nicht gedacht, dass bei der Herstellung von Substraten so viele verschiedene Komponenten genutzt werden. Und wer entscheidet eigentlich, was ins Substrat kommt und was nicht? Das entscheidet die Pflanze. Und unser Job bei Klaas-Mann Dahlmann ist es, aus den verschiedenen Zuschlagstoffen, die wir gerade gesehen haben, für jede Pflanzenart die optimale Mischung zusammenzustellen. Und am Ende haben wir dann eine Rezeptur, die optimal funktioniert. Aber es gibt ja eine Vielzahl von Pflanzen. Ja, das ist der Grund, warum wir bei Klaas-Mann Dahlmann über 1000 Substratrezepturen haben. Jetzt wissen wir mehr. Substrate werden also aus verschiedenen Ausgangsstoffen, Zuschlagstoffen und Düngern gemischt. Jedes Substrat hat eine eigene Rezeptur, genau abgestimmt auf die jeweilige Pflanze. Tja, und am Ende wird das fertige Substrat in verschiedenen Abfüllanlagen verpackt. 70 Liter Säcke, 200 Liter Ballen, Big Bales. Und zum Teil kommt das Substrat gleich als lose Ware zum Kunden. In Deutschland, in Europa und in die ganze Welt. Geschafft! Alles über Substrate und über Klaas-Mann Dahlmann gibt's unter